Hallo Martin, wir stehen jetzt beim neuen Arbeitsgerät für die Saison 2010. Ersten Meter bist du, glaube ich, schon gefahren. Die ersten Eindrücke, größten Umstellungsprobleme, Herausforderungen, wie waren die ersten Meter für dich mit dem Motorrad? Ja, also obwohl das eigentlich ein komplett anderes Motorradkonzept ist als die Honda, die ich bis jetzt gefahren bin, muss ich sagen, ist es keine große Umstellung gewesen. Wir haben da einen V2 mit knappe 1200 Kubik zwar drinnen verbaut, mit einem extrem hohen Drehmoment, lässt sich aber trotzdem sehr, sehr harmonisch fahren. Also das Wichtigste ist, glaube ich, bei einem Motorrad, dass es sehr sanft ans Gas geht und sich die Leistung sehr gut abrufen lässt. Und das ist das Wichtigste eigentlich bei einem Motorrad, damit man gut damit umgeht. Kann. Und dann ist es im Endeffekt egal, ob es ein Vierzylinder drin steckt oder ein V2. Wie schaut es aus in eurer Entwicklungsschritten für die Saison? Welche Aufgaben habt ihr erledigt und wo habt ihr noch kleine Baustellen vor euch für die Vorbereitung? Ja, also es ist sicher noch einiges zu machen. Für mich ist das Motorrad komplett neu. Wir müssen auf der Fahrwerksseite her noch einige Änderungen vornehmen. Wir haben da noch viel, was wir probieren wollen. Auch auf der Reifenseite her, wo wir jetzt mit Dunlop unterwegs sind, haben wir jetzt die Umstellung vom letzten Jahr auf dieses Jahr vollzogen. Dadurch kann man nicht alle Daten vom letzten Jahr auch übernehmen. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, sehr viele Informationen zu sammeln mit den Systemen, was wir jetzt verwenden auf dem Motorrad und da recht viel Kilometer abspulen. Das ist so jetzt das Hauptziel, bevor die Saison dann beginnt. Was glaubst du, klärt sich auch der im Vergleich zu den anderen Tausender, in welchen Streckenabschnitten oder in welchen Bereichen von der Strecke oder in welcher Situation des Rennens, wo kannst du besonders punkten? Was sind die Stärken im Renngeschehen von dem Fahrzeug? Also die Stärken, was ich bis jetzt bemerkt habe bei dem Motorrad, ist jetzt natürlich neben dem extremen Drehmoment, was das Motorrad hat, auch die Kontrollierbarkeit. Also aufgrund dieses sehr steifen Chassis, was der Gitterrohrrahmen mit sich bringt, hast du ein unheimlich großes Kontrollgefühl für das Hinterrad. Das heißt, du bist in der Lage, wirklich vom Scheitelpunkt an weg aufzuziehen und in einem sehr kontrollierten Drift und sehr gutmütig das Motorrad schnell aus der Kurve zu befördern. Und das macht es, glaube ich, zu einer sehr, sehr starken Waffe, besonders auf engen Strecken beziehungsweise auf technisch anspruchsvollen Strecken. Das ist das, was mir am meisten eigentlich beeindruckt hat, wie gutmütig dieses Motorrad am Scheitelpunkt reagiert. Dort, wo du eigentlich sehr stark am Limit vom Vorder- und Hinterradreifen bist, erfordert es natürlich sehr viel Feedback vom Motorrad, dass du dort in der Lage bist, das Limit komplett auszuloten. Und da kommt dann die RC8 wirklich sehr, sehr entgegen, weil das dort an diesem Punkt sehr, sehr gutmütig reagiert. Und das wird sicher ein Vorteil sein, den man versuchen muss umzusetzen. Kombiniert mit dem starken Drehmoment aus tiefen Drehzahlregionen raus, wird es sicher möglich sein, etwas mehr Schwung auf die Gerade mit rauszunehmen. Und das muss das Ziel sein, dass wir das auch umsetzen können, um einen Vorteil gegenüber den Vierzylindern zu haben. Mir fällt auf an dem Fahrzeug, dass es gegenüber den Vierzylindern auf der Landstraße, ich sage mal, ein erträgliches Maß an Komfort bietet. Das ist, finde ich, besser als bei den Japanern. Bleibt von diesem relativen Fahrkomfort nur für die, was ich auf der Rennstrecken, oder ist das ein Bike wie das andere in der Hinsicht? In der Hinsicht, muss ich sagen, unterscheiden sie sich kaum von den anderen Motorrädern, weil es ist von der Sitzhaltung her, Sitzposition her, kann man sich im Endeffekt eh selber herrichten oder selber einstellen, so wie man es gerne hätte. Das heißt, da unterscheidet sich jetzt die RC8 zu einem japanischen Motorrad jetzt nicht großartig. Was man trotzdem noch merkt, ist, dass der Knieschluss deutlich enger ist, weil wir haben ein Motorrad, wo gerade einmal ein V2 der Länge noch verbaut ist. Das heißt, wenn man sich das anschaut, ist das Motorrad in Wirklichkeit nicht breiter als so. Und das ist schon deutlich schmäler als jetzt ein Vierzylinder, der ja in der Breite verbaut ist. Das macht es natürlich sehr angenehm im Handling oder das Gefühl, das man bekommt, weil die Knie sehr eng am Motor anliegen, ist sehr angenehm. Also man hat da schon auch ein bisschen Vorteile im Vergleich zu einem Vierzylinder. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Ergonomie vom Sitzen oder von der Sitzhaltung den anderen Tausendern sehr, sehr ähnlich ist. Okay, und jetzt gibt es dann so Strecken wie Salzburgring, wo es in Wahrheit dann nur auf Motorleistung drauf ankommt, 1200 Zweizylinder, jetzt gibt es neu die BMW, die ja auch mit einem sehr großen Auftritt da in die IDM einsteigen. Glaubst du, seid ihr da chancenlos oder passt es trotzdem? Wie wird es das in den Griff kriegen? Ja, also wir werden sicher die Backen zusammenkneifen müssen dort. Es wird sicher nicht einfach werden, aber wie man letztes Jahr schon gesehen hat, war auch auf dieser Rennstrecke der Stefan Nebel trotzdem in der Lage, vorne mitzufahren. Also es ist nicht immer nur alles auf Spitzenleistung aufgebaut, obwohl diese Rennstrecke natürlich sehr stark darauf abzielt, kann man nach wie vor auch dort, wenn man mit viel Schwung aus der Kurve rauskommt, einiges auf der Gerade
Geraden wieder gewinnen. Also ich rechne mir auch am Salzburgring die eine oder andere Chance aus, wenn es gleich auch dort nicht so einfach wird, wie jetzt zum Beispiel auf dem Sachsenring, der sehr technisch schwierig und sehr eng gebaut ist. Okay, wie schauen deine nächsten Aufgaben aus mit dem Motorrad? Wann seid ihr wieder testen? Was wird dann genau gemacht? Wir sind Mitte März wieder unterwegs bei den Dunlop-Testtagen in Spanien, in Albacete. Da werden wir natürlich mit den Reifen wieder mehr Erfahrungen sammeln und versuchen, Informationen zu bekommen. Wir haben da sehr viele verschiedene Reifentypen, die wir da verwenden können. Und natürlich auch sind wir weiterhin am Versuchen, die Fahrwerke auf die neuen Reifen und auf die neue Situation jetzt einzustellen. Und ja, was auch noch ein großer Punkt bei der RC8 ist, ist die Elektronik, wo wir eigentlich alle Möglichkeiten haben. Wir haben da die Magneti Marelli Elektronik verbaut, die im Endeffekt auch das Ducati Werksteam einsetzt. Also von den Möglichkeiten her sind uns da fast keine Grenzen gesetzt. Es macht es halt natürlich immer umfangreicher, die ganzen Systeme, die man da zur Verfügung hat, auch optimal abzustimmen. Du weißt, je mehr du da zur Verfügung hast, je mehr Rädchen musst du drehen und desto schneller verlaufst du dir einmal. Das heißt, man muss schon Prioritäten setzen und entscheiden, was ist jetzt am wichtigsten, was bringt uns den meisten Zeitvorsprung und an dem arbeitet man. Und alles, was dann noch überbleibt an Zeit, versucht man die restlichen Systeme auch noch dorthin zu optimieren. Auch ein Punkt, warum wir versuchen, so viel wie möglich wieder auf die Rennstrecken zu kommen, damit man mehr Zeit eben auch für so Nebensächlichkeiten wie die Elektronik und Fahrhilfen und solche Sachen auch noch zu haben. Okay, letzte Frage, wenn du jetzt die Mitbewerber anschaust, wer wird der härteste Gegner oder die härtesten Gegner werden beim Kampf um den Titel, weil nichts anderes kann das Ziel sein, sage ich mal, oder? Ja, auf jeden Fall, also das Ziel ist natürlich wieder der Titel. Es wird dieses Jahr sicher schwieriger werden, glaube ich, als die Jahre zuvor. Die Konkurrenz ist sehr, sehr stark geworden und auch die Quantität ist gestiegen. Das heißt, jeder Hersteller schickt immer mehr seiner Motorräder ins Rennen mit sehr guten Teams und auch sehr guter Fahrerbesetzung. Ich würde sagen, ich kann gar keinen speziellen herausnehmen. Ich glaube, dass eine ganze Riege an Fahrern im Endeffekt auch für den Titel in Frage kommen. Es werden sicher 5 bis 7 Fahrer sein, die Möglichkeit haben werden, um den Titel zu kämpfen. Und das, denke ich, wird sich von Rennstrecke zu Rennstrecke ein bisschen immer unterscheiden, je nachdem, welches System halt gerade ein bisschen mehr Vorteil hat. Natürlich wird die BMW eine sehr starke Konkurrenz werden. Die haben letztes Jahr schon gute Ergebnisse gezeigt, haben einen bärenstarken Motor, haben ein bisschen geschwächelt mit der Fahrbarkeit. Das heißt, wenn sie das über den Winter gut hinbekommen oder verbessern konnten, dann werden sie sicher eine sehr starke Nummer werden dieses Jahr. Ich sage einmal Honda, mit der ich bis jetzt unterwegs war, ich weiß, was das Motorrad kann, wir haben das gut entwickelt gehabt, das wird sicher noch das ein oder andere Wörtchen mitreden, vor allem der Karl Mögeritsch, der jetzt auf der Honda unterwegs sein wird, ist auch ein Fahrer, der weiß, wo man Gas gibt, wird auch sicher ein starker Konkurrent. Ja, der Jörg Teuchert nach wie vor auf Yamaha, haben letztes Jahr sicher auch sehr viele Probleme gehabt mit dem neuen Motorrad, haben noch nicht das ganze Potenzial zeigen können, was die Yamaha konnte letztes Jahr. Ich denke, dass sie jetzt über den Winter die Zeit auch genutzt haben, um die, ich sage mal, ein bisschen Kinderkrankheiten auch noch aus dem Weg zu räumen. Also das wird auch wieder sehr stark werden. Man sieht, es ist sehr offen. Ich traue mir jetzt gar keine genaue Prognose vorhersagen, wer wirklich dann die Nase vorn haben wird. Ich glaube, das kann auch derzeit keiner. Wir werden noch abwarten müssen, bis die ersten Vergleichsfahrten oder Testfahrten mal absolviert wurden. Dann können wir schon mal schauen, wo man sie einreiht, wo die Konkurrenz steht. Dann wird man mehr wissen. Aber ich denke, dass es einer der spannendsten Saisonen sein wird, die ich auch selber in der EDM miterlebt habe. Okay, danke. Alles Gute. Danke.